Ja, Hallöchen, liebe Newsletter-Zuhörer. Heute geht es um das Thema die Pitbull-Strategie. Was macht ein Pitbull? Ich weiß nicht, ob du diese Hunderasse kennst. Die beißen zu und lassen einfach nicht mehr los. Und das wünsche ich mir so sehr auch für dich. In deinem Business, in deinem ganzen Sein, in deinem ganzen Tun, dass du auch mit der Pitbull-Strategie arbeitest. Zubeißen, nicht mehr loslassen. Jetzt ganz aktuell. Ich bin gerade im Bad Dürkheimer Kurpark. Ich habe jetzt die Pitbull-Strategie wieder angewendet. Ich wende die sehr, 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 sehr oft an. Ich habe gerade die Challenge gehabt. Du erinnerst dich noch an die Probleme. Ich habe jetzt gerade die Challenge gehabt mit Sankt Moritz. Da bin ich ja einmal im Monat, hatte meine Seminare. Nur dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Dieses Jahr, dank, du kennst es ja schon, ja, diese unheilbar schwere Störung, die wir da haben, die mit C anfängt, führt dazu zu zwei Phänomenen. Phänomen Nummer eins, die Hoteliers haben die Preise dermaßen nach oben geschraubt, ja, wo ich einfach sage, ey Leute, ihr seid doch des Wahnsinns, ja. Ihr könnt doch jetzt nicht hingehen und innerhalb von wenigen Monaten alles, was ihr nicht eingenommen habt, reinpowern. Das geht doch hinten und vorne nicht. Und das geht doch auch ins Auge. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Die machen viel, 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 viel früher schon die Hotels zu. Einige machen bereits schon jetzt im September zu. Also heißt das, Partner, mit denen ich zusammenarbeite, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, die sind zu oder haben die Preise dermaßen nach oben geschraubt. Crazy, oder? So, ich stehe hier gerade unter der Galerie. Vielleicht hörst du das Plätschern. Wunder, wunder, wunderschön hier. Dieses Grün, einfach herrlich. Richtig traumhaft. Strahlenblauer Himmel, wie meine Heimat St. Moritz. Ich will dich da einfach mit reinnehmen, mit dazu nehmen. Das schaffen wir ja mit unserem wunderschön gesprochenen Newsletter. Ich freue mich ganz einfach. Ich freue mich wirklich jedes Mal über das Format. Ich habe Spaß hier, die Aufnahmen zu machen. Ich kann sie miteinander kombinieren, ja. Währenddem ich jetzt laufe, mache ich Newsletter voller Freude, ganz, ganz tagesaktuell. Was ist gerade geschehen? Jetzt fragst du dich natürlich vielleicht, ja, und was habe ich jetzt davon? Bitte wende auch du die Pitbull-Strategie an, ja. Gib einfach nie, 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 nie auf. Wer aufgibt, hat verloren. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Gib nie auf. Das Wort aufgeben musst du aus deinem Vokabular voll und ganz streichen, ja. Wenn du eine Idee hast, ja, dann zieh das Ding durch. Zieh's einfach durch. Manchmal bekommen wir ganz, ganz, ganz viele Prüfungen. Das hast du bestimmt auch schon gemerkt, ja. Es geht nicht immer alles so glatt. Das läuft nicht immer alles so glatt durch. Manchmal hast du Prüfungen oder ja, Probleme. Für mich Challenges. Und dann zeigt sich's. Hast du das nötige Durchhaltevermögen? Hast du die nötige Power, das einfach durchzuziehen? Pitbull-Strategie, zubeißen, nicht mehr loslassen, das ist auch ein Vortrag, den ich halte. Ich liebe diesen Vortrag. Es ist ein echt absoluter Hammer-Vortrag, ja. Pitbull-Strategie, da gibt es immer Standing Ovations. Die Leute sind sehr, sehr, sehr begeistert darüber, weil es hilft dir einfach, es hilft dir auf den nächsten Level zu kommen. Und jetzt ganz spontan meine Frage an dich, ja. Hättest du Lust, dass ich dich einlade zu einem Zweitagesseminar? Du bezahlst nur die Hotelübernachtung und anteilig Raumkosten. Das Seminar ist for free. Du weißt ja vielleicht, meine Seminare kosten ab 2.970 Euro. Und in dem Fall bezahlst du nur die Hotelübernachtung mit Frühstücksbuffet und anteilig Raumkosten.
Was hältst du davon, wenn du sagst, oh geil, ja, Pitbull-Strategie, mir fehlt das. Weil den meisten Leuten fehlt das, wirklich. Den meisten Leuten fehlt einfach die Pitbull-Strategie. Bei der erstbesten Schwierigkeit wird gleich aufgegeben. Wenn du aufgibst, hast du keine Chance. Wenn du aufgibst, bleibt alles beim Alten. Dann kannst du hingehen und sagen, ja, die Welt ist einfach scheiße, auf gut Deutsch. Die Welt ist was ganz, ganz Schreckliches. Die Welt ist unangenehm. Das Leben ist so schwer. Das Leben ist so hart. Oder du arbeitest mit der Pitbull-Strategie und dann weißt du, ja, cool, jetzt ziehe ich mein Ding durch. Jetzt erst recht, ich will es ganz genau wissen, ja. Ich will es auch immer ganz genau wissen, ja. Und da gibt's nur eines, zubeißen, nicht mehr loslassen. Nimm dir dieses lebendige Beispiel und da lade ich dich herzlichst ein. 2 Tage intensives Seminar rund um das Thema Pitbull-Strategie. Und wenn du das für dich gecheckt hast, wenn du das für dich gerafft hast, dass das genau den Unterschied ausmacht, wo fangen Erfolgreiche an? Da, wo Erfolglose aufhören. Ist das nicht ein wunderschönes Geschenk des Himmels? Fang immer da an, wo die anderen aufhören. Immer, 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 immer. Ich habe das ganz, 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 ganz fest in meinem Herzen, in jeder einzelnen Zelle. Pitbull-Strategie. Ich bleibe dran, bis ich meine Ziele erreicht habe. Für mich gibt es einfach keine Alternative. Wozu denn auch? Wenn mein Herz sich das wünscht, wenn mein Herz sich danach sehnt, ja, dann mache ich doch das, ja. Und ich erlebe so viele Menschen, die ohne Pitbull-Strategie arbeiten, weil sie einfach keine Ahnung haben, weil sie sich nie damit befasst haben. Und weißt du, wie schlimm das ist? Wie viel wirklich, wirklich in meinen Augen, wie viele Seelen da draußen herumrennen, wo ja keine Pitbull-Strategie anwenden, die einfach aufgeben. Bei der erstbesten Schwierigkeit wird aufgegeben, ja. Das ist so schade, wenn du aufgibst, ja. Dann hast du keine Chance mehr. Und weißt du, was das Fatale ist? Du gewöhnst dich an das Aufgeben. Du kannst dich an die Pitbull-Strategie gewöhnen. Du kannst dich aber auch ans Aufgeben gewöhnen, ja. Dann hörst du einfach immer auf, ja. Aber gewöhn dir doch lieber die Pitbull-Strategie an. Sag dir einfach, ja, that's my dream hier. Und das ziehe ich jetzt durch. Dafür lebe ich, dafür stehe ich jeden Tag auf. Und hier gebe ich jetzt echt Vollgas. Warum gebe ich Vollgas? Weil ich es liebe, weil es mein Leben ist. Mein einmaliges, wundervolles, schönes Leben. Zieh dir das einfach mal rein und entscheide dich. Entscheide dich jetzt, wo du mir hier zuhörst. Entscheide dich. Bist du ein Aufgeber oder bist du ein Pitbull? Ja? Bist du ein Pitbull? Ja? Und solltest du jetzt irgendwelche komischen Ressentiments haben, so, das sind ja schreckliche Hunde. Bitte, Pitbull-Strategie dient als Metapher, okay? Nicht mehr und nicht weniger. Weil ab und zu gibt's dann auch so die Tierschützer, die da auf den Plan gerufen werden und dann sagt, ja, Verunglimpfung der Tiere. Ich habe zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, bist du ein Huhn oder ein Adler? Ja, oh Gott, das fanden die Tierschützer, also nicht alle, aber da gab es so ein paar Antworten, die fanden das gar nicht gut. Ja, also bitte nimm das Leben auch nicht so ernst. Ja. Sei einfach locker unterwegs. Hab Spaß in deinem Leben. Hab Freude in deinem Leben. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Je mehr Freude und du Spaß hast, desto mehr Erfolg hast du auch, ja. Und geh in die Leichtigkeit des Seins. Ich weiß, ich erzähle immer wieder das Gleiche. Ja, was soll ich denn anderes erzählen, ja? Es geht ja immer nur um das Gleiche. Es geht darum, dass du in die Leichtigkeit des Seins kommst. Es geht darum, dass du Spaß in deinem Leben hast. Es geht darum, dass du was bewegst, dass du Vollgas gibst. Dass du am Ende deines Lebens sagen kannst, wow, geil, ich habe all die Dinge erreicht, die ich erreichen wollte, ja. Also gib nie, 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 nie und nochmals nie mehr auf. Wechsel das Aufgeben, wechsel das Wort Schwierigkeiten mit. Ich habe die Pitbull-Strategie. Und jetzt noch einmal, wenn du magst, müssen wir ungefähr 10, 12 Leute zusammenkommen. Und das schaffen wir locker mit unserer Newsletterliste hier.
dann schreib mir ganz einfach an team@kramri.de, Pitbull-Strategie-Seminare, und dann lege ich das an und dann kannst du es buchen, ja? Das heißt, das Hotel kannst du buchen, das Seminar kostet dich nichts. Und warum mache ich das einmal mehr? Weil es mir so wichtig ist und es mir so am Herzen liegt, dass die Leute die Pitbull-Strategie anwenden können, dass sie Vollgas geben, dass sie Spaß haben, auch du, dass du Spaß hast in deinem Leben. Je mehr Spaß du hast, desto mehr erreichst du, desto glücklicher bist du. Und das sind doch die maßgebenden Dinge, glücklich zu sein in seinem Leben, ein erfülltes, großartiges, tolles Leben zu haben und das Leben nicht auf irgendwann zu verschieben. Irgendwann, dann wirst du dich irgendwann auf dem Sterbebett wiederfinden und kannst dann irgendwann sagen, hätte ich doch nur. Und im Übrigen, du kennst das ja schon, es gibt jetzt aktuell 4 Seminare, wo du herzlichst eingeladen bist. Nutz die geile Chance. Einmal Selbstständigkeit, Unternehmertum. Das ist Punkt Nummer 1. Findet im Raum Mannheim statt, dann neue Wege Geld zu verdienen. Und in St. Moritz Mindset Bootcamp Lebensveränderung. Und das wundervolle Seminar Born to be Free. Das ist ein neues Format, geboren um frei zu sein. Wie cool ist denn das, ja? Du bist geboren, um frei zu sein. Nutz diese wunderbare Chance. Auch du kannst frei sein in deinem Leben. Ja? Frei von allem. Es liegt in deiner Hand. Melde dich jetzt gleich an unter www.kramri.de/seminare. Und ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf wunderschöne, magische Momente mit dir. Ich freue mich auf ganz, 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 ganz viel Spaß mit dir. Und eines darf ich dir jetzt schon sagen, die Seminare, die du bei mir besuchst, das ist eine komplett andere Welt. Das ist eine coole Welt. Das ist eine Welt voller Freude und voller wertvoller Inputs. Alles Liebe. Ciao. Bye, bye. Dein Ernst.